Soul Calibur 6. Hi Leute, willkommen zu Soul Calibur 6, dem neuesten Teil der Soul Calibur-Reihe offensichtlich. Und seit Teil 2 bin ich persönlich echt ein großer Freund der Soul Calibur-Reihe. Ich würde fast sagen, es ist meine Lieblingsprügelspielreihe. Ich glaube, das kann man wirklich so sagen. Die seinen Höhepunkt meiner Meinung nach mit Teil 4 erreicht hat, der absolut genial war. Dann kam leider Teil 5 und war ein super Spiel. Mechanisch gut, sehr viele gute Charaktere, alles wunderbar. Nur hatte das Spiel keinen Content. Es gab kaum was außer dem Arcade-Modus irgendwie. Naja, gut. Das war dann so ein bisschen Reinfall. Jetzt mit Teil 6 hat sich das Spiel allerdings offensichtlich ein bisschen rehabilitiert. Was heißt ein bisschen? Es gibt wieder ordentlich Content, sowohl Singleplayer als auch online. Und den Singleplayer-Content, den wollen wir uns jetzt mal anschauen. Soul Calibur 6. Es ist übrigens seit Teil 2, glaube ich, alte Tradition, dass Gastcharaktere in Soul Calibur vorkommen. Wir hatten schon Link aus The Legend of Zelda, wir hatten Spawn, wir hatten Master Chief aus der Halo-Reihe, wir hatten Yoda und Darth Vader aus Star Wars und. Und dieses Mal ist Geralt, der Witcher, höchstpersönlich unser Gastcharakter. So, wir starten jetzt mal mit Mission Waage der Seele, denn das Spiel hat mir am Anfang empfohlen, ich soll mit diesem Modus beginnen, denn der enthält Tutorials. Und ich habe schon ein, zwei Übungskämpfe gemacht und die haben an den Charaktersets und an den Movesets und sowas einiges verändert. Es gab ein, zwei Charaktere, allen voran Waldo, weil er einfach so weird ist. Mit dem habe ich von Anfang an sehr viel gespielt und war mit dem echt fit. Mit dem konnte ich wirklich viel und das war wirklich ein cooler Charakter für mich. Und den haben sie definitiv sehr stark verändert. Ich weiß nicht, ob alle dermaßen verändert wurden, aber Waldo ist ein ganz anderer Charakter. Also das stimmt nicht ganz, aber die Kombos, die ich am liebsten die meiste Zeit gemacht habe, sind alle weg. Und es gibt neue Techniken, die verstehe ich nicht. Deswegen ist es gar nicht so schlecht. Wir fangen mit dem Waage der Seelen an. Neues Spiel. So, da in den letzten Tagen ein paar Videos ausgefallen sind, oh. Kommen heute. And here we find another person whose fate was entwined with the two swords. Extra viel Soul Calibur folgen. Consumed by the evil seed, yet still with presence of mind. A link between chaos and this world. You are quite the interesting one. Still, you will eventually succumb to the chaos unless you engrave a clear image of yourself onto your soul. Okay. Die Story von den Spielen durchblickt so richtig, glaube ich, keiner. Aber ganz kurz gesagt, es gibt ein böses Schwert, das Seelen isst. Und jeder will es haben, weil es super mächtig ist. Außer die, die es zerstören wollen. Und dann gibt es noch das gute Schwert. Das ist cool. Ende. Das ist so basically die Geschichte. Beim Erstellen deines Charakters wählst du Spezies, Körpertyp, Waffe etc. Etc.? Die Einstellungen lassen sich später alle ändern. Ach so, na dann. Okay, welche Spezies nehmen wir denn? Was gibt's denn? Mensch? Ausgestoßener? Ein vergessenes Volk, das seit Anbeginn der Zeit tief in den Bergen Europas gelebt hat. Die Götter sollen ihre Vorfahren verflucht haben. Da sie halbe Bestien sind, sind ihre Sinneswahrnehmungen geschärft. Wegen ihres Aussehens werden sie in der Außenwelt oft verfolgt. Ja. So sehen verfluchte Wesen aus, die Halbbestie sind. Mit Hasenohren. Verlorene Seele geflügelt ist quasi ein Engel. Echsenmensch. Oh, Echsenmann ist mir gleich aufgefallen. Es gibt Lizardman nicht in dem Teil. What? So ein Urgestein von Soul Calibur irgendwie. Oh, Mumie? Okay. Automaton. Gestaltwandler.
Koloss. Aha. Und Koloss ist einfach nur Naked Dude aus Stein. Naja, okay, cool. Was haben wir hier noch? Elfen? Nein, natürlich der Clan des verborgenen Dorfes. Absolut keine Elfen. Ne, 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 ne. Wer Elf sagt, lügt. Bösartiges Wesen. Das sind quasi die Orks. Sind sehr die Orks. Verlorene Seele gehörend. Ah, hier haben wir Engel, hier haben wir Dämonen. Schattenseidler. Wiedergänger. Verderbter, verderbter mutiert und verderbter voll transformiert. Verderbte wirken auf den ersten Blick normal, aber die kränkliche Blässe ihrer Haut und ihre glühenden Augen kennzeichnen sie als Kreatur, die von Soul Edge, das ist das böse Schwert, in den Wahnsinn getrieben worden. Ein Verderbter, der vom Bösen anheimgefallen ist, kann über sich hinausgehen und verfügt über übermenschliche Kräfte und Schnelligkeit. Tja, jetzt haben wir die Qual der Wahl. Die Qual der Wahl. Da es keinen Lizardman gibt, bauen wir uns unseren eigenen Lizardman mit Blackjack und Nutten. Körpergröße. Ja, ein bisschen größer als normal. Klingt doch gut. Farbe bearbeiten. Oh, der ist ein bisschen zu neon geworden. Oder wir machen jetzt knallrote Signalfarben. Der Charaktereditor ist seit ein paar Teilen auch wirklich ein wichtiger Bestandteil der Soul Calibur-Reihe. Okay. Können wir ihm nichts anziehen? Ist er jetzt irgendwie nackt oder so? Ist das normal? Oder machen wir doch was anderes? Wie gesagt, da wir heute extra viel Videos machen, haben wir Zeit. Wie sieht denn so ein Automaton aus? Ah, das ist quasi eine Gliederpuppe. Interessant. Oder doch einen Untoten. Ich kann mich nicht entscheiden. Oder doch eine Mumie. Ich meine, das ist irgendwie... Ich weiß nicht. Naja, also ich meine... Okay. Okay. Da machen wir jetzt einen Wiedergänger, einen Untoten. Ja, okay. Wir machen jetzt den Untoten. Well, weaklings must taste death. I am beautiful. Let's go. I can see the why do you choose to... This fight will be... This should be a good... You will die. Ah. I won't hold back. I can't run away. I will. You this way. Let's go. I am beautiful. Yes, you I are. Beautiful.
so machen wir das. Die Stimmen kann man auch sehr schön verzerren. Wenn man will. Da kann man viel machen. Okay, scheinbar gibt's keine Kleidung. Dann fangen wir einfach mal an mit unserem untoten Skelett. Ah, Kampfstil. So, wie ich schon gesagt habe, normalerweise habe ich immer gern mit Waldo gespielt, aber dass ich der so stark verändert habe, nutze ich jetzt die Gelegenheit, weil ich wollte schon sehr lange mit Raphael lernen, mit dem Rapier. Charaktername. Der Dead Squid. Because why not? So. Gibt keinen guten Grund dafür, warum das nicht der Dead Squid sein sollte. If you can keep a hold of who you are, you will be able to stave off the chaos. Now arise. Take up your weapon and fight. Your life depends on it. Mein Leben? Oder eher mein Unleben oder so. Naja. Wir sind... Was ist genau unsere Origin Story? Das habe ich nicht verstanden. Irgendein seltsames, ein seltsames kosmisches Phänomen hat uns geboren. Prolog, Jahr 1584. Das Zusammentreffen. Die Reise beginnt. Ich glaube, das war ganz Cervantes. Der legendäre Piratenkapitän, der Soul Edge in seinem Besitz hatte. Zu lange, behaupten manche. Nee, ernsthaft, zu lange. Der war komplett korrumpiert. Der war nur noch ein Stück Seelenbatzenfutter. Mit dröhnendem Kopf erwache ich aus meinem Albtraum. Ich rang nach Luft und konnte nicht aufhören zu zittern. Endlich bist du wach. Anscheinend hattest du einen bösen Traum. Neben mir stand ein Mann mit Kapuze. Er wirkte ruhig. Aber entschlossen. Zazalamel. Mein Name ist Zazalamel. Und ich weiß, was dir zugestoßen ist. Die böse Saat hat dich befallen. Und du bist ihr entkommen, aber nicht dem Tod. Denn du zählst jetzt zu den Verderbten. Ich bin Skelett. War ich vorher schon ein Skelett? Ist das normal? Ich meine, das ist ja anscheinend eine Rasse. Dann war ich vorher ein normales Skelett und jetzt bin ich ein verderbtes Skelett. Böse Saat? What? Es ist ein großes Übel, das wie ein Lichtwall von Westeuropa aus auf die Welt hereinregnet. Und verderbt bin ich jetzt? Hä? Verderbte sind Wesen, deren Körper und Geist vom Bösen verdorben sind. Die Symptome variieren. Manche werden zu Monstern. Viele Verderbte verlieren vollends den Verstand, greifen Menschen an. Bei dir ist es zum Glück anders. Und ich hatte voll den blöden Albtraum in meinem Kopf, ey, boah. Hast du zufällig ein Aspirin dabei? Die böse Saat hat deinen Körper anscheinend nicht verändert. Deine Seele ist allerdings eine Verbindung mit dem sogenannten Astralchaos eingegangen. Im Astralchaos prallen starke Mächte aufeinander. Mit der Zeit zerrt es deine Seele auf und tötet dich. Dein Albtraum und die Kopfschmerzen sind erst der Anfang. Klingt ja reizend. Ich habe keine weiteren Fragen. Jetzt bin ich gänzlich verwirrt. Komm mit mir, wenn du erfahren willst, wie du länger am Leben bleiben kannst.
Okay. Der Astralriss. Wenn es stimmt, was Zazalamel mir gesagt hat, und es einen Weg gibt, mein Leben zu verlängern, dann muss ich ihn finden. Ich stelle ihm durch den Wald nach, aber was mich erwartet, war ein Schicksal, mit dem ich nicht gerechnet hatte. Anforderung und Hinweis: Besiege deinen Gegner. In dieser Arena Belohnung gibt's auch noch Waffen wechseln, Söldner wählen. Kriege ich verschiedene Charaktere oder so? Machen wir mal unseren ersten Kampf. Die Luft war stickig und jeder Schritt erforderte unendlich viel Kraft. Zazalamel, ich finde den Namen echt schwer. Zazalamel, aber auch cool, oder? Der hat einen coolen Wortklang. Zazalamel schien davon über... Ich muss aber auch ein bisschen an Gargamel denken. Zazalamel schien davon unberührt. Bald sollte ich etwas sehen, das jenseits meiner Vorstellungskraft liegt. Das ist ein Astralriss, ein Riss durch Raum und Zeit. Die starke Macht, die durch die Erde fließt, und die sich ausbreitende böse Saat haben ihn geöffnet. Um weiterzuleben, musst du die Kraft des Astralrisses in dich aufnehmen. Das ist natürlich einfacher gesagt als getan. Wer sich einem Astralriss nähert und zu schwach ist, wird durch seine Kraft vernichtet oder zum Verderbten gemacht. Aber wenn jemand mit großer Macht sich ihm nähert, erscheint ein Lichtblitz, der einen Besucher mit sich bringt. Sitzt da nicht untätig herum? Wie es aussieht, steht dir ein Kampf bevor. Das war meine beste Verderbtheitsimpression. Verderbtenimpression oder so. Ach ja, das gute alte 16. Jahrhundert. Das waren noch Zeiten, wo man noch gegen fremde Monster aus Astralrissen gekämpft hat. Okay, ich sehe schon, der super easy Tutorial-Kampf, aber ist eh nicht schlecht, weil wie gesagt, Steuerung kann ich nicht mehr. Ich experimentiere gerade einfach ein bisschen rum mit verschiedenen Kombos und Angriffen. Das ist zum Beispiel ganz neu, ich habe keine Ahnung, was das gerade war, ehrlich gesagt. Ist mir bei den Trainingskämpfen schon ein paar Mal passiert, habe keine Ahnung. Das dagegen kenne ich schon. You win. Der Angreifer zerbarst zu Lichtpartikeln, die sich bald auflösten. Diese Berserker erscheinen, wenn sich starke Krieger dem Astralriss nähern, wohl als Reaktion auf ihre Stärke. Der Berserker kommt aus den Erinnerungen der Krieger, die nach Stärke streben. Nur wer stark ist, kann sie besiegen. Aber mit der Kraft aus dem Astralriss kannst du weiterleben und dich dem Astralchaos widersetzen, das an deiner Seele zerrt. Solange du dem Astralchaos standhältst, musst du nicht um dein Leben fürchten. Jetzt fordere die Kraft des Astralrisses ein. Von Zazalamel ermutigt, strecke ich die Arme in den Astralriss. Eine Welle aus Licht strömt in meinen Körper. Mein Herz klopft und mein Körper begann wie im Fieber zu brennen. Ich schätze, die Texte würden irgendwie ein bisschen mehr Sinn machen, wenn man nicht zufällig ein Skelett spielen würde. Aber gut.
Solange das Böse und die Macht der Erde existieren, wird es Astralrisse geben. Ich habe von einem weiteren Astralriss am Rande eines Dorfes im Südosten gehört. Mehr kann ich dir nicht sagen. Nimm das, bevor du gehst. Ja, was denn? Zazalamel holt eine Waage hervor, auf der eine blaue und eine rote Flamme lodert. Das hier ist eine sogenannte Geisterwaage, auch Waage der Seelen genannt. Nimm sie. In ihr fließt die Kraft des Astralchaos, die Kraft des Chaos und der Ordnung. Der Zustand deiner Seele entscheidet darüber, welche Kraft du nutzt. Diese Waage zeigt dir, wozu deine Seele gerade neigt. Sie hilft dir, die Kontrolle zu behalten. Jetzt mach dich auf den Weg, dein Leben zu retten. Pass auf dich auf. Erfahrungspunkte. Plus 20 Lebensenergie. Plus 18 Lebensenergie. Plus 18 Lebensenergie. Yeah. Okay. Kapitel 1. Die Reise beginnt. So, jetzt wartet mal. Ich muss mal kurz nochmal... Charaktererstellung. Weil wir sind nackt. Nacktes Skelett ist langweilig. Wir ziehen ihm jetzt coole Klamotten an. Oh yeah. Manuell bearbeiten. Ein Katzenkopf. Nein, schauen wir mal. Das Coole ist ja, da ein Untoter ist, könnte ja auch aus einer anderen Zeitepoche, einer anderen Region kommen. Wir sind ja nicht unbedingt ans 16. Jahrhundert gebunden. Sind wir sowieso nicht, aber ich meine, wenn wir einen story-akkuraten Charakter machen wollen würden... Ich lasse jetzt den Helm mal weg, vielleicht später noch. Leider verschwindet die Augenklappe so im Schädel, weil sonst finde ich das gar nicht schlecht. Oh, das sieht irgendwie creepy aus mit dem Kiefer, oder? Ich nehme mal einen Monokel. Mal schauen, wo das noch hinführt. So, ich habe vor, da wir so einen fechtenden Untoten haben, dass wir einen sophisticated Kerl aus ihm machen. Das sieht doch schon ganz gut aus. Vielleicht sollte ich noch Hosen anziehen. Nein, zu viel. Nee, passt gar nicht. Ach ja, warum nicht so ein Tuch um die Lenden? Da kann man nichts falsch machen. Nee, der hat schon eine Krawatte um den Hals, der braucht nicht noch eine. Es gibt ja echt viel cooles Zeug. Zum Beispiel Libellenflügel. Aber ich glaube, wir nehmen jetzt mal hier nichts. Erstmal. Ach, sowas finde ich eigentlich immer ganz schön. So ein gepanzerter Arm. Der Kampfarm. Machen wir mal den einen total krass gepanzert aus irgendeinem Grund.
Schulterpads. Das könnte jetzt mit dem Panzerarm irgendwie nicht ganz zusammenpassen. Wow, ist auch ein bisschen viel. Aber die haben was. Das machen wir mal. Socken gibt's bei Skeletten nicht, aber dafür Schuhe. So, und ein sehr schönes Detail ist, dass man hier auch noch drei Objekte anbringen kann, die man vollkommen frei bewegen kann und auch in Größe und Form verändern kann. So kann man seinem Charakter wirklich noch einen ganz persönlichen Look geben, wenn man will. Das finde ich eigentlich sogar ziemlich cool. Ich glaube, der Monokel muss weg. Ich glaube, wir haben eine seltsame Brille auf. Lieber. Der Monokel muss weg. Anna, ein Herzchen. Ich lasse es mal so, aber jetzt gehen wir doch nochmal zu den Helmen und schauen mal, ob da was dabei ist, das jetzt zu dieser Brille hier passen würde. Weil obenrum sieht er ein bisschen nackig aus, oder? Das hat was. Das hat was. Ich weiß nicht was, aber irgendwas hat das. Oh Mann, oh Mann. Oder wir machen einen Piraten-Captain draus. Oder doch lieber einen Zaubererhut. Ich glaube, wir machen wirklich einen Piraten-Captain. Einen Piraten. Wartet mal. Ich will die Brille ein bisschen... Genau, nach unten drehen ist, glaube ich, das Richtige. Wieder höher, aber dafür nach unten drehen. Ich glaube, das passt dann ganz gut. Irgendwie gefällt mir das. Ah, wartet mal, wir müssen die... Nee, passt. Passt schon. So lassen wir es. So, natürlich müssen wir den jetzt noch färben, weil das sieht natürlich nach gar nichts aus momentan. Ich mache jetzt erstmal alles in so einem Dunkelgrauton und dann setzen wir Akzente. Zum Beispiel machen wir das hier, würde ich sagen, mal... Ach so, nee, kein Muster. Gold, goldig. So, ich muss mir den Rotton, den wir jetzt gleich benutzen, merken, damit wir den wiederverwenden können. 217. Okay. Die Jacke, die lassen wir so. Okay, das machen wir auch mal in dem Rotton. 217. Das machen wir weiß. So wie oben. Und das kriegt eine ganz andere Farbe. Oder ein Muster. Aber ich glaube nicht wirklich. Aber cool, dass man sowas machen kann. Also ich meine, für die Rüstung ist es jetzt ungeeignet. Aber dass man so Stoffe innen zum Beispiel mit sowas füttern kann, wenn man will. Finde ich schon sehr cool. Oh, guck mal, das sieht aus wie die Muster in Ramsay und Zakoraks Vault-Aufseherzimmer. Sehr schön. Afrikanische Muster, auch nicht schlecht. Und natürlich auch moderne Muster. Oh, das sieht sogar cool aus irgendwie. Das haben die wirklich auf dieses Item hier sehr schön abgepasst, weil auch die Finger einzeln und so nicht einfach nur drüber gelegt, die Textur. Schön, schön, schön.
Verdammt, das ist echt ein bisschen zu bunt. Aber eigentlich gefällt mir das sogar wirklich sehr gut. Weil es eben so, das ist so schön. Okay, okay, wir machen das mal so. Als Gag. Als Gag machen wir das mal so. Ich würde dem vielleicht, eigentlich wollte ich dem so einem leicht blaulich schimmernden Metallton geben. Aber sehr blass. Naja, machen wir mal 3,42,4. So, ich baue einfach mal noch ein bisschen rum. Okay. Ah ja, und die Brille natürlich noch. Das stimmt, das ist auch noch wichtig. Ich mach mal hier so einen goldenen Rand. Die Gläser selbst machen wir vielleicht. Keine Ahnung. Irgendwie verändern die sich nicht mal wirklich, oder? Ja. Muss man schon genau hinsehen. Obwohl, da. In dem Spektrum. Ja, warum nicht grün? Das ist doch eigentlich sogar cool. Okay. Von mir aus. Dann ist er fertig. Unser Piratenkapitän mit der Regenbogenfaust. So, dann machen wir jetzt mit der Folge mal Schluss. Aber wie gesagt, als Ausgleich für die verlorenen Folgen der letzten Tage gibt es heute ein paar extra Folgen Soul Calibur 6. Und auch in Zukunft wird es damit weitergehen. Mit ein paar Random Drops, ganz bestimmt. Also, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.